So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich habe so ein bisschen in meinem Spielepool rumgewühlt und da ist mir aufgefallen, ich habe ja schon Ewigkeiten nicht mehr Prison Architect gespielt und da, ich weiß nicht, es kribbelt so ein bisschen in den Fingern. Und nun möchte ich einfach mal euch fragen, so ein kleines Fragevideo ist das hier. Ich möchte euch mal fragen, was haltet ihr davon? Sollen wir nochmal ein neues Gefängnis bauen? Sollen wir nochmal einen neuen Knast anfertigen? Oder sollen wir das mal andersrum machen, dass ihr mir ein Gefängnis zur Verfügung stellt, aus dem der Zoowaruk mal ausbrechen soll, mal flitzen soll? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Idee? Sollen wir das mal machen, dass ihr mir eventuell einen Knast zuschickt, wo ich den mal ausbrechen sollte? Oder wir bauen halt eben doch mal neu. Also mir kribbelt das so ein bisschen in den Fingern. Wie gesagt, das ist schon eine ganze lange Zeit her. Und wie gesagt, das wäre nochmal so ein Ding, wo ich echt nochmal Lust zu hätte. Aber deswegen frage ich euch ja, was haltet ihr von der Idee? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Was haltet ihr von der Idee, nochmal einen Knast zu bauen oder halt eben einmal auszubrechen? Also eine von den beiden Versionen. Wie gesagt, schreibt das in die Kommentare. Ich würde mich darüber riesig freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, halt eben, ihr wisst Bescheid, Daumen nach oben. Wie immer, ich hoffe mal. Bis zum nächsten Mal. Halt eben, ja. Bis dahin, ich sag mal, ciao, ciao. Kurz und schmerzlos.